Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Neverwinter mit Yoshio. Viel Spaß beim Zuschauen. Hat das Sinn, wenn ich diese Quests allesamt annehme oder eher nicht? Ich meine, ich bewege mich hier in einem Gebiet, aber ich finde immer, es zerschlägt so die Story, wenn man so zwischen 30 Quests hin und her springt. Das ist der Vorteil, ne? Ich weiß ja nicht, wie dicht das teilweise hier zusammenhängt halt, ne? Also, wenn du jetzt da oben die Quests annimmst und kannst sie unten dann gleich alle auf einmal erledigen, dann hätte es sich ja vielleicht doch gelohnt, ihn mitzunehmen. Ne? Aber das ist immer so die Frage. So. So, die Kanalisation durchsuchen. Wo ist denn die? Falsche Richtung. Ach, da! Hier? Jawohl. Da ging's runter. Was ist Wahrheit anderes als das Akzeptieren von Lügen? Ja. Da bin ich von überzeugt. Ihr seid verletzt. Oh, schon wieder. Oh Gott. Ich werde sterben. Es geht schon wieder. Ich brauche nur ein bisschen Ruhe. Hm? Hallo, mein Freund. Ich habe momentan leider einige Schwierigkeiten. Seht ihr, Kobolde haben mich erwischt. Eine tiefe Stichwunde. Ich stehe im Auftrag einer hochgestellten Persönlichkeit von Neverwinter, deren Handelsniederlassung letzte Nacht geplündert wurde. Die Diebe sind mit Geld und wichtigen Geschäftsinformationen entkommen. Auf das Zurückholen der Schriftrollen wurde eine Belohnung ausgesetzt, die ich in Anbetracht meiner derzeitigen Situation gerne mit euch teile, wenn ihr diese Aufgabe übernimmt. Sobald ihr sie in euren Besitz gebracht habt, bringt sie meinem Partner am Eingang des Abwasserkanals. Wieder ein Mensch, der im Auftrag einer wichtigen, hochgestellten Persönlichkeit unterwegs ist. Namens Kohle. Ich bin im Auftrag einer wichtigen Person unterwegs. Das ist eine Belohnung ausgesetzt. So. Wie jetzt? Ist der hin? Hat bestimmt mein lieber Illusionist wieder erledigt. Ich nenne ihn jetzt einfach mal. Einfach der Einfachheit halber Zaubi. So. Ich. Ah, da oben. Ist irgendwas. Aua. Ach, da oben. Wieso, was ist das denn hier? Ist das Sicht? So, jetzt aber. Wird beim Aufnehmen gebunden. Ja, bitte.
macht ja irgendwo Sinn. Da ist schon wieder ein auseinandergefallen. So, jetzt. Ah, Tür ist aufgegangen. Hier geht's weiter. Ey, aua. Hab doch Tränke bei. Könnte ich ja mal nehmen, ne? Ich meine, ist ja jetzt nicht, dass die irgendwie unerschwinglich wären oder so. Ah, okay. Immer auf der Seite ist irgendwie eine Falle. Komischen Augen aus den Säulen gucken. Ich schätze mal, dass ich gleich irgendwie verkaufen darf, ne? Weil so langsam aber sicher bin ich bestimmt ein bisschen überfüllt. So, halten wir. Was habe ich erhalten, bitte? Meine erste Schatzlade. Oh. Kann denn die? Schatzlade des glorreichen Wiederaufbaus. Okay. Okay. Öffnen. Diese Kiste kann Folgendes enthalten. Okay. Muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Aus dieser Kiste könnt ihr einen der folgenden Gegenstände. Okay. So dann. Und wie mache ich das? Okay. Zwar Lade untersuchen. Ach so, Lade öffnen. Dasselbe. Naja, gut. Lassen wir das. Lassen wir das erstmal so, wie es ist. Und was haben wir hier noch Schönes? Schriftrolle an den Charakter gebunden. Und wir haben noch... Dort haben wir noch was. Da. Eine... Was? Parierledertunika. Definitiv 30.000 mal besser wie meine. Alter. Ja. Schön.
Ja, wenigstens ein bisschen was gebracht schon. Was da noch so drin ist? Hey, lachst du mich aus oder an? Ach so? Das war's oder was? Mehr hast du nicht zu bieten? Da ist eine Schriftrolle. Und ich bin immer noch verletzt. Ich schaffe das nochmal, mich nachher in so ein Feuer reinzustellen, wa? Irgendwann. Gleich werde ich das mal tun. Ist ja gut. Angelegenheit. Ach, das ist auch noch eine Truhe. Grimoire der Mysterien. Oh. Sehr nett. Ich lese doch so gerne. Gerne, nicht gut. Also. Boah. Boah. Noch eine Falle, noch eine Falle. Schlimm hier. Staub und Schatten. Ihr seid verletzt. Ah, siehst du, sogar das Spiel weiß, dass ich einen neben mir herlaufen habe. Passt also. Alles gut. Ihr seid verletzt. Eine Truhe. Sehr nett. Ah, schon wieder eine Schatzlade. Ich weiß noch nicht, was ich damit anfangen soll. Aber für eine Schatzlade brauchen wir bestimmt einen Schlüssel, kann das sein? Würde mich jetzt eigentlich nicht wundern. Wenn es irgendwo noch Schlüssel zu finden oder zu kaufen gäbe dafür. Er macht den Rest, okay. Und noch eine. Ärgerliche bei dieser Fähigkeit hier, diesen Geist herbeiruft, nennen wir jetzt mal so, also die Seele, ist, dass man damit erstmal töten muss, ne? Ansonsten gibt's keine Seele. Da nehmen wir mal alles. Soweit ich weiß, ist der Rucksack für die Handelswaren, beziehungsweise nicht Handelswaren, sondern die Waren zum Herstellen. Ja, dann ist das groß genug. Und so weiter.
Durfte ich mir sagen lassen. Sie erfüllt, Findaloni, yeah. Sehr schön. Hier noch? Durch den Koboldpriester erledigen, wo kommt der her? Deine Zauber hätte ich gerne. Hui. Das war ja einfach. Beschädigter Götze und Grace Schmuck. Okay. Ich habe da eine kleine Götzenstatue in der Truhe unter dem falschen Boden entdeckt. Sie ist ziemlich heruntergekommen. Sie ist angeschlagen und Edelsteine wurden aus ihren Fassungen herausgebrochen. Oh. Kaputt gemacht haben sie auch noch. Tja. Könnte dennoch einiges wert sein. Erinnert euch, außerhalb des Marktplatzes der Sieben Sonnen einen seltsamen Kobold namens Rings gesehen zu haben. Er bot Passanten Astraldiamanten im Tausch für Artefakte wie diese an. Vielleicht kann er euch verraten, wie sie wert ist. Das hört sich doch gut an. Wo war der jetzt? Okay. Eine magische Lederrüstung. Nicht jetzt? Humane Mysterien. Oh. 26 Crit. Geil. Das ist doch mal eine Werteverbesserung, oder? Geile Sache. Die nehmen wir auch. Wen noch Schönes? Ein Amulett mit Erholung. Oder Verteidigung. Ich würde das Blatt erstmal, da ich ja Crit schon mal hochgebracht habe, auf Erholung setzen. Machen wir mal. So. Okay. Dann werden wir hier mal verschwinden, ne? Eben die schicken Sachen noch verkaufen. Was ist Wahrheit anderes als das Akzeptieren von Lügen? Okay.
Ja, bin schon wieder vorbeigelaufen. Hier geht's lang. Pensum leuchten. Die eine Quest hat, ne? Schieb ab. Ah, schieb ab. Habt ihr die Schriftrollen? Gut, dann bekommt ihr euer Geld. Otley wird es übrigens schaffen, falls es euch interessiert. Ein verlauster Kobold hatte ihm eine seiner Lungen zerfetzt. Hm. Na dann. Hier, ne? Meine Juwelen! Ja. Ihr habt sie gefunden! Willst du sie wieder haben? Bitte schön. Meine Güte. Ihr habt sie gefunden, danke. Tschüss, verzieh dich. Unglaublich. Was sind das für Manieren hier? Also. Ist es nicht eigentlich danke, dass ihr sie gefunden habt? Nein, die werde ich nicht ver. Was? Und das werde ich mir gleich passend schieben. Als Tränk habe ich noch genug. So, ja, weiter Rucksack, komme ich jetzt dahin? So, ne? Genau. Vitale Ritter für einen Glaubenskleriker, okay. Schade, schade. So, die bewahren wir mal schön auf. Schatzlade des glorreichen Wiederbild. Ja, auf Lebensjahr. Ich habe noch keinen Plan, was ich damit soll. Mann. Erstmal, hallo. Ja, ich folgende. Also, ich habe vor längerem mal angefangen mit dem Spiel. Nicht viel, weiß ich nicht, vielleicht 10 Level gemacht oder so, vor längerer Zeit. Allerdings auf PC. Und ja, letzten Endes habe ich jetzt irgendwann mal mir eine PlayStation zugelegt, vor ein paar Tagen. Und da ist mir das Spiel wieder unter die Nase gekommen und jetzt habe ich mir gedacht, dann geht das doch mal an. Einfach so, zum Spaß. Bis jetzt gefällt es mir eigentlich recht gut. Hier geht's weiter, ne? Da. Die Verteidigung versorgen. Nee. Erstmal die Quest loswerden hier. Ich wollte doch nicht so viele Quests auf einmal annehmen. Nein, ist es nicht. Also den Charakter, den ich auf dem PC-Account habe, habe ich hier nicht. Es gibt Dinge, die erledigt werden müssen. Das heißt, ich habe hier jetzt einen extra Charakter, sozusagen. Da, der falsche Götze. Ah ja, diese Ikone war einst sehr wertvoll. Leider fehlen die kostbarsten Steine. Das ist doch der Typ, der mich ausgelacht hat. Ich nichts dafür geben kann. Meine Herrin, Wily Ilmarin, ist jetzt die Besitzerin des wundersamen Bazars. Sie ist sehr wählerisch bei dem, was ich für sie kaufen soll. Vielleicht kann sie euch ein Angebot machen. Hm. Wie, nachher nicht mehr?
hoffe doch, dass das lustig bleibt. Der Götze auf dem Händler, ne? Für wunderbaren Bazar. Ach so. Was? Soll ich dem zeigen? Nochmal. Kann ich dem das zeigen? Frage. Gebt eure Astraldiamanten hier aus. Ah, okay. So, dann gehen wir mal zu dem Händler. Ach hier, der ist das. Wundersamer Händler. Ach, verdammt. Habt ihr Astraldiamanten im Angebot? Jetzt muss ich mal gucken. Tools. Y. Ja, danke fürs Follow und herzlich willkommen am Hexenkessel. Wünsche ich dir, ja. Apropos Hexenkessel, der ist auch nachher dran, 17 Uhr. Dann, genau, 17 Uhr hatte ich angesagt. Dann würde ich den sogar, würde ich den auch kurz machen und dann hier weiter. So lange dauert er ja wahrscheinlich diesmal nicht. Okay, ab in den Laden. Kann ich ihn jetzt verkaufen oder was? Nächstes Fenster? Ah, jetzt. Auch nicht. Ja, null Astraldiamant. Okay. Aber irgendwie müsste ich doch darüber kommen, oder nicht? Mich nicht. Danke, dass ihr mir das zeigt. Riggs hatte recht, als er euch nicht den vollen Preis zahlen wollte. Aber totaler Plunder ist es nicht. Hier. Nehmt diese Identifikationsschrift als kleine Aufwandsentschädigung. Wenn ihr weitere Schriftrollen oder Verzauberungen benötigt, schaut einfach wieder in meinem Geschäft vorbei. Ist klar. Oh, das heißt, ich bin jetzt den falschen Götzen los, oder? Ist das jetzt richtig? Jo, er ist weg. Na gut, ist er weg. Den kann ich jetzt auch, glaube ich, auch bewegen, ne? Kann ich den auch in einen anderen Rucksack bewegen? Wo nicht, wie es aussieht. Ich lege den erstmal dahin. Da liegt er gut. Ach doch, klar. Warte mal. Ja. So war das. Die da, die nehmen wir mal. Und gehen damit einen Rucksack weiter, ne? So geht das. Man muss ja erstmal ein bisschen Durchblick kriegen, ne? Ist ja nicht. Okay, zurück zu Feldwebel Nox. Da machen wir das mal. Fällt im Loxi. Ich sehe da gerade was. Werde ich noch eben kurz zwischenschieben hier. Und zwar kann ich meinen Gefährten wieder wegschicken.
sollte ich besser jetzt tun, als es irgendwann dann zu tun, wenn er gebraucht wird. Also Ausbildung beginnen und los. Ja, doch hier hoch. Irgendwann verlaufe ich mich ja auch nicht mehr. So. Hallo Nox, alte Säge. Die Protectors Enclave braucht eure Hilfe. Mhm. Gute Arbeit. Neverwinter hat bereits genügend Probleme am Hals. Da brauchen wir keine Kobolde in den Kanälen. Apropos Probleme. Ich habe noch weitere Aufgaben für euch, wenn ihr Interesse habt. Immer Interesse. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch das gefallen hat, lasst mir doch ein Follow da und ein Like für die YouTube-Videos und ein Abo für den Kanal. Bis dann, macht's gut. Bye, bye.